In diesem Video wird ein kurzer Überblick über die konditionellen und koordinativen Fähigkeiten gegeben. In den nächsten Wochen wird jede dieser Fähigkeiten in einem extra Video behandelt. Unter die konditionellen Fähigkeiten fallen Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit. Die motorischen Hauptbeanspruchungsformen Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Beweglichkeit sind wichtig für die Koordination. Kraft ist nötig, um gewandte Bewegungen zu ermöglichen. Die Schnelligkeit für schnelle, situative Bewegungslösungen der koordinativen Fähigkeiten, die Beweglichkeit für ein möglichst großes Operationsfeld und die Ausdauer, da frühzeitige psychophysische Ermüdung zu Bewegungsungenauigkeiten führen. Zu den koordinativen Fähigkeiten gehören die Reaktionsfähigkeit, Gleichgewichtsfähigkeit, Kopplungsfähigkeit, Rhythmisierungsfähigkeit, Differenzierungsfähigkeit, Orientierungsfähigkeit und die Umstellungsfähigkeit. Die koordinativen Fähigkeiten werden benötigt, um Situationen zu meistern, die ein schnelles und zielgerichtetes Handeln erfordern. Also beispielsweise auch die Unfallprophylaxe im Alltag. Sie sind Grundlage einer guten sensomotorischen Lernfähigkeit auch bei anderen Sportarten. Und sie verbessern die Bewegungsökonomie, das heißt, ich brauche einen geringeren Aufwand an Muskelkraft. Der größte Entwicklungsschub ist im Kindesalter aufgrund der schnelleren Reifung des zentralen Nervensystems und die Lernfähigkeit nimmt im Laufe des Lebens ab. Man unterscheidet weiter eine allgemeine und spezielle Koordination. Die allgemeine Koordination ist das Ergebnis einer vielfältigen Bewegungsschulung in verschiedenen Sportarten. Bewegungsaufgaben werden rational und schöpferisch gelöst, sowohl im Sport als auch im Alltag. Die spezielle Koordination ist mehr im Rahmen einer speziellen Wettkampfdisziplin ausgebildet und durch das Variationsvermögen in der Technik der betreffenden Sportart gekennzeichnet. Als intramuskuläre Koordination versteht man das Zusammenspiel im Muskel selbst. Das bedeutet, mehr motorische Einheiten werden gleichzeitig aktiviert und besser synchronisiert. Die intermuskuläre Koordination ist das Zusammenspiel mehrerer Muskeln, um eine Bewegung ökonomisch zu realisieren. Ich hoffe, der kurze Überblick hat euch neugierig gemacht, wie die einzelnen Fähigkeiten genau ausschauen und ihr schaut die nächsten Wochen auch wieder rein. In diesem Sinne, know it, do it.